Backen und Kochen 29.10.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Himbeer-Biskuitrolle. Biskuitrollen sind im Handumdrehen zubereitet, denn sie brauchen nur eine sehr kurze Zeit im Ofen. Das Besondere an diesem Exemplar ist sein elegantes Gewand aus Marzipan und seine Verzierung mit bunten Macarons, die wie kleine Schmuckstücke oben aufdrapiert werden. Für 12 Stücke Teig, Füllung, 4 Eier, 150 Gramm Sahne, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Himbeerkonfitüre, 250 Gramm gemahlene Mandeln, Garnitur, 4 Esslöffel Speisestärke, 250 Gramm Marzipan oder 2 türkische Lire Backpulver Fond, Klammer auf zum Aus, 1 türkische Lira Vanille Zucker Rollen, Klammer zu, Macarons erstens Backofen auf 225 Grad vorheizen. Zweite Eier und Zucker mit dem Anrührgerät schaumig schlagen, bis die Masse hell und dick. Die dritte Mandeln Speisestärke, Backpulver und Vanillezucker in die weiteren Schüssel vermischen und zu einem Maße geben. 4. Vorsichtig unterheben. Fünfte Einbackblech mit Backpapier birgen und den Teig darauf verstreichen. 6. Auf mittlerer Schiene la. 6 bis 7 Minuten goldbraun backen. 7. Der Teig ist sehr schnell, man sollte ihn im Auge behalten, damit er nicht verbrennt. 8. Ein großes Stück Backpapier auf die Arbeitsfläche legen und 7 Zucker bestreuen. 9. Den gebackenen Kuchen auf das Back stürzen, dann das Backpapier abziehen, auf dem der Chen gebacken wurde. 10. Für die Füllung Sahne steif schlagen, wer möchte, gibt etwas Puderzucker dazu. 12. Himbeer. Fritüre auf dem Kuchen verstreichen. 13. Die Hälfte der Sahne eher der Konfitüre verstreichen. Den Kuchen von der kürzeren Ehle 7e aufrollen, dann mit der restlichen Sahne bestreichen. 14. Zippern oder Fond zwischen zwei Lagen Frischhaltefolien ausrollen. Die entstandene Marzipan oder Fonddecke des Nudelholzes über die Biskuitrolle legen und die Rolle verkleiden. 15. Die Biskuitrolle mit Macarons verzieren. Saftiger Kuchen zum Kaffee für ca. 16 Stücke Hauptteig, dunkler Teig, 200 Gramm, weiche Butter, 150 Gramm dunkler Muscovado, 300 Gramm Zucker, Zucker, 2 türkische Lire Vanillezucker, 125 Gramm Mehl, 3 Eier, 2 türkische Lire Zimt, 200 Gramm Krapfenfraiche, 1 Viertel Teelöffel Salz, 200 Gramm Mehl, 3 Esslöffel weiche Butter, 2 türkische Lire Backpulver, erstens Backofen auf 175 Grad vorheizen. 2. Für den Hauptteig Butter, Zucker und Vanillezucker mit dem Handrührgerät schaumig schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. 3. Eier einzeln unterschlagen. 4. Cremefraiche unterrühren. 5. Mehl und Backpulver in einer weiteren Schüssel vermischen, dann auf die cremefraiche Masse 7 und vorsichtig unterheben. 6. Alle Zutaten für den dunklen Teig in eine Schüssel geben und mit den Fingern verkneten. 7. Eine Backform mit 1,5 Litern Fassungsvermögen mit Butter einfetten und mit Mehl bestäuben. Die Hälfte des Hauptteiges hineingeben. 8. Den dunklen Teig mit einem Löffel darauf verteilen und den restlichen Hauptteig obenauf verstreichen. 9. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene je nach Höhe der Backform ca. 45 bis 60 Minuten backen, Stäbchenprobe machen. 10. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und in der Backform auskühlen lassen, dann auf eine Platte stürzen und servieren. Ofen auf 190 Grad vorheizen. 2. Spargel waschen, bei Bedarf den unteren Teil der Spargelstangen schälen und nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. 3. Mit Olivenöl beträufeln und Salz, Pfeffer, Rosmarin und Thymian darüber streuen. 4. Im vorgeheizten Ofen ca. 45 Minuten rösten, zwischendurch wenden. 5. Lauch putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. 6. Butter in einem Topf erhitzen. Knoblauch und Lauch bei mittlerer Hitze darin anschwitzen, das Gemüse sollte goldbraun und weich sein. 7. Gemüsebrühe bei mittlerer Hitze in einem Topf erhitzen. 8. Den fertig gegarten Spargel aus dem Ofen nehmen und in 2-3 cm lange Stücke schneiden. 9. Spargel und Lauch zur Gemüsebrühe geben. 10. Die Mischung fein pürieren. 11. Sahne, Wermut bzw. Wein und 3 Viertel des Gruyère zugeben. 12. Gruyère unterrühren bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. 13. Erneut mit Salz und Pfeffer abschmecken.
14. In Schalen anrichten mit dem restlichen Rohöre und Schnittlauch, bestreuen, etwas Zitronensaft darüber träufeln und servieren. 120 Gramm Ricotta, 60 Gramm Sahne, 1 Esslöffel plus 1 Teelöffel Olivenöl, 100 Gramm frische Morcheln, grob gehackt, 1 Knoblauchzehe geschält gehackt, 2 Schalotten geschält in Streifen geschnitten, 150 Gramm Babyspinat, in Stücke gezupft, 60 Gramm Parmesan, gerieben, 1,5 Teelöffel getrockneter Thymian, 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel grob gemahlener Pfeffer, 1,5 Packung TK-Blätter Teig. Aufgetaut, etwas Butter zum Fetten der Backform, etwas Mehl zum Verarbeiten des Blätterteiges, erste Morcheln in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben und waschen, dann kurz ruhen lassen, so dass eventuell anhaftender Schmutz auf den Boden sinken kann. Zweite Morcheln herausnehmen und auf Küchentüchern abtropfen lassen. 3.1 EL Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Vierte Morcheln Knoblauch und Schalotten zugeben und goldbraun anschwitzen. Fünfte die Hitze etwas reduzieren und eine türkische Lira Olivenöl zugeben. 6. Spinat zugeben und unter die Morcheln mischen. 7. Unterrühren garen, bis der Spinat zusammengefallen ist. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. 8. Eier in einer Schüssel verquirlen. 9. Ricotta, Parmesan, Sahne, Thymian, Salz und Pfeffer unterrühren. Die Spinatmorchelmischung zugeben. 10. Eine Mini-Muffin-Backform mit etwas Butter einfetten. 11. Blätterteig auf bemehlter Arbeitsfläche etwas dünner ausrollen und 24 Quadrate ausschneiden. Backofen auf 190 Grad vorheizen. 12. Teigquadrate in die Vertiefungen der Mini-Muffin-Backform geben. Der Teig sollte auch die Wände bedecken und kann am Rand etwas überstehen. 13. Die Spinatmorchel-Eimischung in die Vertiefungen geben und die Mini-Kischs im vorgeheizten Ofen ca. 12 bis 15 Minuten backen. Die Füllung sollte gestockt und der Teig goldbraun sein. Vor dem Servieren etwas abkühlen lassen. 2 Esslöffel Olivenöl, 1 kleine Zwiebel geschält gehackt, 1 große Kartoffel geschält in Stücken, 1 Lauch gehackt, Klammer auf, nur die weißen Teile, Klammer zu, 500 Gramm Maiskörner, 60 Gramm geräucherte Forelle, ohne Gräten, 11 Gemüsebrühe, 200 Gramm Sahne, Salz und Pfeffer, 120 Gramm geräucherte Forelle, in Stücken frischer Dill, erstens Öl in einem großen Topf erhitzen. Zweite Zwiebel, Kartoffeln und Lauch andünsten, bis die Zwiebel weich ist. Dritter Mais, Forelle und Brühe, zugeben und die Suppe 15 Minuten köcheln lassen, dann pürieren. Vierte Sahne unterrühren. 5. Zum Kochen bringen und 5 Minuten köcheln. 6. Salzen und pfeffern. In einer Schüssel mit den Forellenstücken und dem Dill servieren.